Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed 2. Ich weiß gerade gar nicht, was in der letzten Folge passiert ist. Wir haben, glaube ich, diesen komischen Kerl in Venedig umgelegt. Diesen Marco Barbarigo, glaube ich. Und nun müssen wir irgendwas anderes machen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Ich wollte noch eben die Aussichtstürme hier machen. Das wäre einmal der dort. Und außerdem wollte ich jetzt gleich nochmal eben nach Monte Di Gioni rüber, denn ich habe rausgefunden, wie man die an die zwei Kisten kommt, die wir nicht gefunden hatten, beziehungsweise die da etwas versteckt waren oder auch noch versteckt sind. Und ja, bevor ich das jetzt gleich wieder vergesse, wollte ich die einmal schnell machen. Aber vorher Da natürlich, ist er. Nicht in meiner Schicht. Wie immer. Verdammt. Ich sehe ihn. Da. Pack ihn. Oh shit. Schnell. Oh shit. An mir kommst du nicht vorbei. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Dieses Mal entkommen. Da ist er. Okay. Einmal eben ganz fix vor den Kerlen abhauen. Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Lajou. Los, kommt. Fangt mich doch. Fangt mich doch. Fangt mich doch. Dieses Mal entkommt er nicht. Schnell, er entkommt uns. Dieses Mal entkommt er nicht. Schnell, er entkommt uns. Aua. Nichts mit Steinen werfen hier. Wow. Und da sind wir ihnen dann doch entkommen. Das heißt einmal synchronisieren. Sieht schick aus da. Also, immer noch. Kommt schon, seid nicht schüchtern. Und wir haben 56 von 73 Aussichtspunkten synchronisiert. Da hinten sind jetzt noch ein paar Auftragsattentate, bliblablub. Dann noch einmal zu dem Aussichtsposten dort. Den will ich auch gleich nochmal mitnehmen. Wie wär's mal mit Hochklettern jetzt hier? Ah, das wird dann eben fallen lassen. Auf jeden Fall. Ich sag schon wieder auf jeden Fall. Das wollte ich doch eigentlich vermeiden. Ups, hier noch einmal rauf. Einmal das Boot auseinandernehmen. Dann wieder rauf aufs Dach. So. Wo ist denn der Turm? Da ist denn der Turm. Nein, das ist nicht der Turm. Okay. Der Turm muss da irgendwo sein. Okay. Ich tauche einfach mal eben so aus dem Boden auf und aus dem Wasser auf und laufe dann einfach mal so an euch vorbei. Der Turm da. Schaffen wir das? Ich hoffe. Sehr gut. Und wir haben ein weiteres bedeutendes Bauwerk entdeckt. So, da ist es überhaupt niemandem aufgefallen. Und außerdem ist auch unsere Karnevalsmaske weg, fällt mir gerade auf. Und hier gibt's eine neue Glyphe. Die müssen wir auch noch gleich mitnehmen, bevor ich die wieder vergesse. Einmal synchronisieren. Nein, das hatten wir gerade. Da gibt es irgendwo jetzt eine Glyphe an dem Gebäude. Ich hoffe mal. Nein, er hat jetzt nicht abgebrochen. Okay.
Ich wollte eigentlich das Adlerauge einsetzen. Runter oder stirb! Und da hinten ist die Glyphe. Und die nehmen wir dann gleich mal eben mit. Haha, das war jetzt... Ende. Das Ende. Fast das Ende. Es ist schon passiert. Die Splitter waren einst Teil eines Ganzen. Deswegen heißen sie Splitter, oder? That makes sense. Der vierte Tag, Detail freigegeben. Einst angebetet, nun ignoriert, beobachten sie uns aus der Ferne und wartet. Beobachtet es uns aus der Ferne und wartet. Oh, okay. Das... Okay, warte. Mars, Venus und Amor, das sind Götter. Nutzker Stoff, weiß ich nicht. Aztekischer Steinkalender, vielleicht. Erscheinung eines Baumgeistes während des Gebets, ja. Das Osttor, weiß ich jetzt nicht. Markierungsscheibe, wohl eher weniger. Die Sixtinische Kapelle auch. Das Buch der Toten, eventuell. Okay, das ist auch ein Gott. Und der Thron der Nächstenliebe. Nein, der ist es nicht. Okay. Der ist es auch nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Und der ist es auch nicht. Okay. Das ist auch ein Gott. Und das Totenbuch müsste theoretisch auch eins sein. Okay. Dann die Sixtinische Kapelle. Das Totenbuch ist Anubis. Das, der Bodhisattva. Ich kann kein, Hindi? Hindi, glaube ich. Müsste aber theoretisch auch ein Gott sein. Und der Thron der Nächstenliebe ist auch ein Gott. Okay. Okay. Das muss ich dann jetzt nicht verstehen, oder? Nein. Okay. Also gut. Das Dach der Sixtinischen Kapelle ist auch mit Gott. Das sind ebenfalls Götter. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Das müssten aber theoretisch auch Götter sein. Der aztekische Kalender weiß ich auch nicht so genau. Baumgeist, keine Ahnung. Das Osttor 1816 sagt mir jetzt so nichts. Das Totenbuch kommt von Anubis und dann eventuell das? Nein. Okay, okay. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. So funktioniert es dann natürlich auch. Okay. Dann das Ding. Das Ding. Das Ding. Was ist das? Eventuell? Nein. Der tausendarmige Nein. Beziehungsweise tausendarmige Nein. Das Ding. Eventuell der? Auch nicht. Okay. Den? Nein. Nein. Okay, bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher. Da auch nicht. Okay. Das könnte es sein. So. Auch das. Und das. So, das Osttor. Sehe ich jetzt so keine Naturtiere, sonst irgendwas. Flora, Fauna, bliblablub. Das eventuell. Bei dem Stoff bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber den nehme ich einfach mal mit rein. Okay. Nein. Nein.
Okay, das ist echt blöde. Okay, Mars, Venus und Amor. Das sind Götter. 100 Pro. Das sind römische Götter. Erscheinung eines Baumgeistes während eines Gebetes. Das müsste eher asiatisch sein, oder? Also, ja, asiatisch geprägt. Die Sixtinische Kapelle steht in Rom und ist katholisch geprägt. Könnte hinkommen. Das Buch der Toten ist ägyptisch und von ägyptischem Glauben geprägt und das müsste Anubis der Totengott sein. Und der Thron der Nächstenliebe besagt mir jetzt so nichts. Und er ist es auch nicht. Hm. Okay, okay. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. Okay, wenn es dasselbe Ding ist, machen wir es so. So und so. So und so. Nein. So. Auch nicht. Nein. Und nein. Okay, jetzt fällt mir absolut nichts mehr ein. Der aztekische Steinkalender 1427. Ach ja, doch, das kommt hin. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Das Ding denke ich mal schon. Dann lassen wir die jetzt einfach mal raus. Den ebenfalls rein. Den rein und den rein. Nein. Dann den raus, den rein, den rein, den rein, den rein und den rein. Dann für den, den und den. Auch nicht. Okay. Eine Markierungsscheibe von circa 1650. Sieht ein bisschen aus wie eine... Wie so eine... Wie diese komische Frau mit den Schlangenhaaren. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Okay, wenn es irgendwas Naturbasiertes ist, dann nehmen wir mal den hier, wegen dem Pferd bzw. dem Pegasus auf dem Kopf. Hier der Baumgeist, der Vogel. Das Ding und die hatte ich doch schon, die Kombi. Den rauslassen, den rein, den rein und dafür noch mit dem. Auch nicht. Okay, das ist merkwürdig. Einst angebetet, nun ignoriert, beobachtet es uns aus der Ferne und wartet. Auch nicht. Den raus. Das ist jetzt echt merkwürdig. Okay. Mars, Venus und Amor um ca. 1500. Das ist allerdings ein später gemaltes Bild. Das war weit früher. Der Nazca-Stoff sagt mir jetzt so nichts. Der aztekische Steinkalender hat, glaube ich, auch ein Götterbildnis. Irgendwie so. Ich nehme einfach nochmal alle raus. Und werde mir dann in der nächsten Folge hoffentlich überlegen, wie diese Glyphe zu lösen ist. Das heißt, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.